Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 4. Wahl der Vertrauensleute und der stellvertretenden Vertrauensleute für den Ausschuss zur Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichter beim Verwaltungsgericht Darmstadt. Für den Ausschuss zur Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter beim Verwaltungsgericht Darmstadt werden 7 Vertrauensleute gewählt. Die Sitze der Vertrauensleute werden auf die Wahlvorschläge nach dem Höchstzahlverfahren verteilt, die auf der Liste folgenden Namen gelten, in gleicher Anzahl als Stellvertreter. Auch hier haben wir Wahlvorschläge von SPD, CDU, AfD, Bündnis 90 Die Grünen und der Freien Demokraten. Das sind die Drucksachen 700 bis 703 aus 21. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Jede Abgeordnete oder jeder Abgeordnete verfügt über die Wahl auch hier nur über eine Stimme. Es kann also nur über einen Wahlvorschlag abgestimmt werden. Wie mit den Fraktionen abgesprochen, erfolgt auch hier die Wahl offen. Ich frage aber noch mal sicherheitshalber, bleibt es dabei? Das ist der Fall. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag der Fraktion der SPD Drucksache 700 aus 21 zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Vielen Dank, das sind 22 Abgeordnete. Wer dem Wahlvorschlag der CDU zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind 48 Abgeordnete. Wer dem Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, Drucksache 702 aus 21, zustimmt, möchte ich auch um das Handzeichen bitten. Das sind alle Abgeordneten der AfD plus den fraktionslosen Abgeordneten her. Das sind also 24 Stimmen. Wer dem gemeinsamen Wahlvorschlag der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen und Freie Demokraten zustimmen kann, bitte ich nun ums Handzeichen. Das sind 30 Abgeordnete. Auch hier gibt es wieder keine Stimmenthaltung und das Stimmergebnis muss auch hier kurz berechnet werden. Das ist der Fall. Wir können das Ergebnis auch hier gleich verkünden. Der Wahlvorschlag von Fraktion der SPD ist gewählt wie der Wahlvorschlag. Gleiches gilt für den Wahlvorschlag Fraktion der CDU, gewählt wie der Wahlvorschlag. Wahlvorschlag der AfD, gewählt ist als Mitglied Christine Thüne. Die restlich vorgeschlagenen Personen sind als stellvertretende Mitglieder gewählt. Der Wahlvorschlag Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Freie Demokraten ist auch gewählt wie der Wahlvorschlag.